Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und mache manchmal auch noch Strafrecht. In allen drei Rechtsgebieten aber sehr spezialisiert. Meistens geht es irgendwie um das Thema Kündigung. Und es gab jetzt von Andy 1981 oder Andy 1981, ich weiß nicht, ob der Andy oder Andy heißt, der öfter ja schon Fragen hier gestellt hat, die Frage, was mich interessieren würde, wie Anwälte ihr Rechtsgebiet positionieren. Sind es rein wirtschaftliche Erwägungen, also in welchem Rechtsgebiet es die meisten Mandate und den größten Beratungsbedarf gibt? Oder spielt der Typ, die Ausstrahlung des Anwalts und dessen persönliche Interessen auch eine Rolle bei der Frage, ob er zum Beispiel überwiegend im Strafrecht oder Arbeitsrecht oder in einem anderen Rechtsgebiet wie Verkehrsrecht tätig sein möchte? Ich muss zunächst natürlich mal sagen, ich kann das jetzt erstmal nur von meinem äußeren Eindruck anderer schildern und an mir selbst. Es war bei mir ja so, dass ich Rechtswissenschaften nicht ganz freiwillig studiert habe. Ich habe mit Theaterwissenschaften angefangen. Das war auch sehr interessant hier in Berlin an der FU. Das waren unglaublich tolle Typen da, die Dozenten und die Kommilitonen. Sehr, sehr spannend. Hat mich mit 18 halt viel, viel mehr interessiert als alles, was danach kam. Und dann gab es so ein bisschen Finanzierungsschwierigkeiten, weil mir das BAföG wegzubrechen drohte und gleichzeitig auch mein Vater gesagt hat, wenn du so eine brotlose Kunst studieren willst, kannst du das gerne machen, mein Sohn, aber nicht mit meiner finanziellen Hilfe. Mit anderen Worten, kurz gefasst, studiere was Ordentliches. Ja, da war ich so ein bisschen bockig, da habe ich gesagt, was soll ich denn studieren? Da habe ich mich auf alle möglichen anderen Studiengänge beworben und da gab es da verschiedenste Zusagen, eigentlich nur Zusagen. Und ich wusste immer noch nicht, was ich machen sollte, dann jetzt alternativ, wenn ich das nicht machen darf, was mir Spaß macht sozusagen. Und ein bisschen habe ich es auch eingesehen, ja, ich wollte jetzt auch kein armer Schlucker werden. Und damals, das war so ja direkt zur Wendezeit, man kam so aus dem Osten in den Westen und da war man sowieso ein bisschen nervös. Also jedenfalls, in dieser ganzen Frage dann habe ich mich letztendlich dann ein bisschen bockig gestellt und habe dann meinem Vater gesagt, na hier sind die ganzen Zusagen, was soll ich machen? Und sagt, der macht Jura. Dann habe ich mit Jura angefangen und wusste gar nicht, warum ich das studiere, hat mich auch nicht interessiert, habe heimlich weiter Theaterwissenschaft studiert und dann irgendwann musste ich mich ja mal entscheiden und habe dann gesagt, naja, komm, machst du den Quatsch hier weiter, kannst ja immer hinterher immer noch was anderes machen. So bin ich eigentlich erstmal zu Jura gekommen, also sehr demotiviert, gar nicht so im Sinne eines irgendwie typischen Juristen. Ich habe mich auch diesen ganzen Leuten, diesen Studenten total unterlegen gefühlt. Bei denen hatte ich teilweise das Gefühl, die sind mit ihren roten Büchern, ihrem Schönfelder schon in der Wiege, haben die ja schon als Kopfkissen benutzt, so wie die sich dargestellt haben. Und ich war immer der Typ, der hinten am Kaffeeautomaten gehangen hat und am äußersten Ausgang oder Eingang, wie man will, weil man das Gleiche gesessen hat, der immer zu spät kam, der vom Professor immer böse angeguckt wurde, weil er nicht Viertel nachkam, sondern irgendwie eine Stunde und Viertel nach. Und das zog sich dann durchs ganze Studium, bis ich, und jetzt kommt mal was Positives, zum Arbeitsrecht kam und Arbeitsrecht hat mich tatsächlich dann interessiert, weil ich es für praxisrelevant hielt und weil es auch aus meiner Sicht jetzt ein nicht so ganz extrem dogmatisches Recht ist, weil mein Verstand ist nicht so dogmatisch und ich bin auch nicht so klug, dass ich jetzt so da die feinsten Verästelungen noch begreifen würde, wie zum Beispiel mein Sozius Markus Willkomm. Der hat wirklich eine Menge Brain, ja. Ich habe das nicht und deswegen war es für mich eben interessant, im Arbeitsrecht mal eine Lektüre zu haben, die ich auch verstanden habe. Dann bin ich irgendwie so ein bisschen beim Arbeitsrecht geblieben, habe das als Wahlfach genommen und habe dann in der Praxis auch jemanden gesucht, wo ich Arbeitsrecht machen kann. Das war dann eben auch diese Sozietät, in der mein jetziger Sozius auch damals schon war. Und der ging dann von Berlin nach Potsdam. Ich habe sein Dezernat übernommen und dann gab es von meinen damaligen Sozien in Kreuzberg, wir hatten damals die größte Kreuzberger Sozietät, zumindest nach meiner Beobachtung, mit immerhin dann 5 Anwälten. Ja, das war schon für Kreuzberger Verhältnisse damals eine Menge. 96, 97, 98, 99, so war das, glaube ich. In der Zeit, ja, ich war da erst Referendar, ich glaube so zwischen 97 und 99. Und
da gab es jetzt ein Problem. Eine Kröte, so wurde es auch formuliert, die du, lieber Alex, leider schlucken musst. Und das war das Mietrecht. Denn zu diesem Dezernat Arbeitsrecht gehörte auch das Mietrecht. Und wir waren Wald und Wiese, wir hatten alle Themen im Wesentlichen aufgeteilt. Und ich war mit Abstand der Jüngste und es war ihnen klar, dass ich jetzt mich da eine Neustrukturierung verlangen kann. Und dann musste ich das Mietrecht übernehmen und dann war es so, dass mir das Mietrecht am Anfang auch wirklich ein bisschen Spaß gemacht hat, weil ich auch da relativ schnell zum Sonderwissen gekommen bin. Damals war das so, dass es in die erste Instanz Amtsgericht gab und zweite Instanz Landgericht, die Berufungskammern. Und hier in Berlin hatten wir 5 oder 6 verschiedene. Und dadurch war die Rechtsprechung unglaublich breit gefächert im Mietrecht. Jede Kammer hat sich da eine eigene Meinung zu irgendeinem Thema geleistet. Ja? Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir sofort sämtliche Entscheidungen, die ich irgendwo gefunden habe, meistens in diesem Grundeigentum und diesem Mietermagazin, diesen beiden Berliner Zeitungen zum Mietrecht, und habe mir alles rausgerissen und mit Überschriften versehen und so einen Katalog aufgebaut nach Stichworten. Und hatte dann so über eine ganze Wand her so ein Handapparat relativ schnell. Und mit dem konnte ich die Fälle gut lösen. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Ich war dann den Amtsrichtern teilweise relativ schnell im Vorteil. Oder ich war es wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe es mir eingebildet. Die haben wahrscheinlich auch nur über mich gelacht. Aber jedenfalls hatte ich ein gutes Gefühl. Und das ist als junger Anwalt schon mal sehr viel wert. Deswegen habe ich dann Miet- und Arbeitsrecht gemacht. Und in der Sozietät gab es eine Strafrechtlerin, Evi Ascher, die mich dann auch zu großen Prozessen mitgenommen hat, was mir im Strafrecht extrem viel Spaß gemacht hat, weil das so meiner Mentalität manchmal, die ich zumindest damals hatte, so auch mal so gerne reinzuhauen, mal irgendwelche Anträge zu stellen, sich da unbeliebt zu machen, das hat mir damals Spaß gemacht, man ändert sich ja auch. Jedenfalls war das immer eine große Freude für mich, die Sachen waren auch spannend und dadurch habe ich auch Strafrecht gemacht. Und das Ganze ist bis heute letztlich so geblieben. Ich habe ja dann ein paar Jahre in Brandenburg die Verbraucherzentrale, quasi den geschäftsführenden Vorstand da gemacht, habe dadurch noch sehr viel so Verbraucherrechtsdinge gelernt und mich mit den Problematiken beschäftigt. Und aus diesem Potpourri sind so meine Sachen gekommen. Heute habe ich mir aus jedem Gebiet eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht oder was ich am interessantesten finde, rausgesucht. Und mache nur noch ganz speziell diese Sachen. Ja, und das ist eben dann zum Beispiel Arbeitsrecht, Kombination mit Strafrecht. Also immer dann, wenn der Arbeitnehmer gekündigt wird, weil er eine Straftat begangen hat oder haben soll, dann sind das für mich die spannendsten Fälle. Und im Mietrecht ist es ähnlich. Und da habe ich eben noch so ein bisschen Dinge wie Schimmelpilz, weil ich das auch als gesamtgesellschaftliches Problem sehe, dass unsere Wohnungen nicht mehr so gut zum Wohnen geeignet sind. Sie werden zu doll gedämmt oder schlecht gedämmt, schlecht belüftet. Und das ist also dadurch so ein Thema. Oder eben wie Eigenbedarfskündigung, was ich auch als großes Problem ansehe, weil der Schutz der Mieter nicht mehr ausreichend ist. Also ich habe mir dann immer solche Themen ein bisschen gesucht und die dann bearbeitet. So bin ich also zu meinen Rechtsgebieten gekommen. Ich kann also insgesamt sagen, was spielt eine Rolle, jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also wirtschaftliche Erwägungen waren es nicht. Natürlich Kündigungsschutz mache ich am meisten und am liebsten. Das ist auch was, wo man gut Geld verdient. Allerdings mache ich es nicht wegen des Geldes am liebsten, sondern es ist wirklich dieses Zocken, dieses dem Arbeitgeber eine größtmögliche Abfindung rauszuleiern oder umgekehrt, wenn ich den Arbeitgeber vertrete, den Arbeitnehmer möglichst billig loszuwerden. Dieses Pokerspiel, das macht mir Spaß, weil ich von meiner Natur her auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, einfach ein Spieler bin. Also ein Zocker. Ich spiele zwar nicht, weil ich keine Zeit dafür habe und weil mir die Zeit dafür zu schade ist, aber wenn ich mehr Zeit hätte, wenn ich nachts jede Nacht noch 3 Stunden extra bekommen würde, dann würde ich die verspielen sozusagen. Und ich würde auch, wenn ich einmal, glaube ich, in so eine Spielhalle gehen würde, dann würde ich da auch eine Weile bleiben. Ich habe meinen ersten Ausflug, 89, ich hatte wirklich kein Geld, 90 war das, kein Geld ging gleich nach Las Vegas und dort habe ich das Geld, was ich mir mühsam erarbeitet hatte und was ich dann ins Casino mit reingenommen habe, habe ich auch sofort verzockt. Ja, ich bin mit 0 rausgegangen. Also ich habe es natürlich erstmal verdreifacht, wie es jedem Spieler geht, wenn er das erste Mal im Casino ist, aber dann natürlich alles verloren am Ende. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr, weil ich an sich nicht so gern verliere. Ja, so bin ich dazu gekommen,
Ja, Ausstrahlung des Anwalts war noch die Frage, kann das auch eine Rolle spielen? Naja, klar, wenn man jetzt so gerne zum Beispiel sich irgendwo präsentiert, dann kann man zum Beispiel sowas machen wie ich hier mit der Kamera. Wenn man das eher nicht macht, dann macht einem das wahrscheinlich auch nicht so einen Spaß. Wenn man gewisse theatralische Momente liebt, dann ist Strafrecht zum Beispiel eine schöne Sache, weil man da auftreten kann. Ja, und da wird Auftreten auch honoriert. Man soll den Strafsaal wie ein König betreten. Und wenn man das kann, den König spielen, dann hat man natürlich einen Vorteil. Und dann wird einem Strafrecht mehr Spaß machen, als wenn man ein konfliktscheuer, auf Friede, Freude, Eierkuchen bedachter Mensch ist. Bei mir teilt sich das. Ich mache gerne den inszenierten Krieg, bin aber im Grunde genommen kein Mensch, der sich die ganze Zeit gerne streitet. Ich mache deswegen auch nicht so gerne Gerichtstermine mehr wie früher. Früher habe ich sehr, sehr viel gemacht, habe ich alle an mich gerissen. Heute mache ich nur noch wenig. Es ist auch der Zeitaufwand. Ja, es ist ein hoher Zeitaufwand für einen Termin. Ich kann den besser nutzen, indem ich hier die Sachen schriftlich vorbereite. Das ist im Zivilrecht ebenso. Die Verfahren werden im Schriftlichen gewonnen und verloren und nicht durch Rumquatschen vor Gericht, muss man ganz klar sagen. Ja. Das findet man dann manchmal doof, wenn sie mich da nicht persönlich sehen, sondern Kollegen. Aber das ist ganz klar Strategie. Ja, so, das war also, waren die Fragen. Persönliche Interessen hatte ich gesagt, ja, die spielen eine Rolle, aber sind nicht absolut entscheidend. Finanzielle Dinge auch nicht absolut entscheidend. Warum jemand Mietrecht macht, außer wenn er es als Krücke bekommt, wie ich, wenn er es schlucken muss und da irgendwie mal so reingerät, warum jemand das sich freiwillig raussucht, kann ich nicht erklären. Ich finde das an sich grottenlangweilig, ja. Viele Mietrechter sind nett, aber das Ganze ist, wenn die sich da, wenn ich da bei Mietrechtsveranstaltungen immer bin und bei Fortbildung, boah, dann mache ich lieber selber Fortbildung. Dann kann ich wenigstens selber quatschen und muss mir den Quatsch nicht anhören. Ja. Ist mir völlig wurscht, wie die eine oder andere, ob man nun die Stromkosten für den Heizkostenverteiler oder was weiß ich, ob man die nun umlegen kann und mit welchem Prozentsatz und so. Oh, also das ist mir verschenkte Lebenszeit. Aber ich muss es trotzdem machen, weil ich jetzt irgendwie da reingeraten bin und ich habe diesen Fachanwalt gemacht, gegen den Rat aller meiner Freunde habe ich den gemacht, weil ich dachte, du kannst ja jetzt schon so viel und dann dadurch bin ich die Langeweile nicht losgeworden und das Mietrecht erinnert mich heute immer daran, dass es eben langweilige Dinge im Leben gibt und spannend. Und damit macht dann Arbeitsrecht wieder umso mehr Spaß. Ja, das war einfach eine Frage, die mich immer zum Nachdenken gebracht hat. Ich hatte ja auch schon schriftlich was geschrieben. Jetzt habe ich es nochmal hier mündlich live gesagt. Ja, ich habe so gesagt, wirtschaftliche Sachen spielen gar keine Rolle. Das war jetzt auch wieder untertrieben. Natürlich spielen wirtschaftliche Erwägungen auch eine Rolle. Ich würde nichts tun, wenn ich damit kein Geld verdienen kann. Ich betrachte das Ganze hier als Unternehmen und ich habe das jahrelang anders gemacht, gerade in Kreuzberg. Ich war da auch anders aufgewachsen mit den Kollegen dort. Da war vieles Ehrenamt und heute habe ich das strikt geteilt. Mein Ehrenamt ist im Vorstand der Verbraucherzentrale und ich bin Vorstandsvorsitzender meines Segelvereins und das ist mein Ehrenamt und ich mache ja auch noch ehrenamtlich viel journalistische Arbeit. Das ist hier auch ja quasi zwar Marketing, aber ja auch nicht. YouTube zahlt ja auch nichts. Ich mache ja keine Werbung damit. Insofern habe ich, sage ich mal, ich habe genug volksgesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Nutzen und die anderen Sachen müssen dann tatsächlich Geld bringen. Das ist ja hier ein Apparat, der auch unterhalten werden muss. Ja, mehr kann ich jetzt wirklich nicht dazu sagen. Fragen gerne unten rein. Ich mache da nochmal ein Ergänzungsvideo. Und wie es anderen Kollegen geht, das werde ich jetzt in Zukunft bei jedem, den ich hier interviewe, werde ich diese Sache mir hier nochmal liegen lassen und werde diese Fragen nochmal stellen, weil ich es tatsächlich nicht wirklich weiß. Ja? Ich weiß nicht, warum die Leute dieses oder jenes machen. Danke. Ciao.